Willkommen zurück nach dieser schaurigen Erfahrung gerade in einer weiteren Folge. Es geht doch schon gut los, Alter. Wie kann ich mich noch mal umgucken? Ah, hier. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ausdauer mehr. Ciao. Ich sehe nichts. Das. Lass mich. Kann ich zumachen? Uah, nein, Alter. Uah, Alter. Wo muss ich hin? Alter. Oh Gott. Alter. Alter, steh auf. Du sollst aufstehen. Steh auf, Mann. Warte, ich will mal eben die Batterie noch mitnehmen. Alter. Oh. Walker Texas Ranger oder was? Alter, wo muss ich hin? War hier noch ein Zettel? Nö. Müssen wir hier rüber? Ja, anscheinend schon. Wo muss ich lang? Ah, hier. Alter, aua! Was war das denn? Mach nicht so was mit mir! Muss ich mich verbinden? Ich schau mal eben. Oh, ich hab eine Batterie. Nein, muss ich nicht, okay. Ja. Muss ich hier... hallo? 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 Habe ich einen Glitch gefunden vielleicht? Nein, habe ich nicht. Wo muss ich denn lang? Hallo, Hilfe! Sir, helf mir mal! Wo muss ich denn... Hä? Oder muss ich hier rüber? Nee. Und da kam ich ja. Hä? Ah, hier. Bin so blind. Hallo. Ich geh mal eben in dein Haus, ne, wenn er nichts dagegen... Ah, schon wieder das Dreirad. Ich sag doch, Jigsaw ist hier. Warte mal, ich guck mal, bevor ich da reingehe. Ach, hier wäre auch ein Loch gewesen. Ja, super. Das ist natürlich ganz toll. Hier kann ich mich verstecken. Das ist schon mal gut zu wissen. Also ich muss sagen, die Dreiradindustrie und die Taschenlampenindustrie muss ja sehr gut laufen hier in dem Business. Muss ich mal ein bisschen Business aufmachen. So. Fenster. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber da singt jemand. Ich glaube, ich habe gerade eine Batterie hier gesehen, oder? Nee. Bin schon paranoid. Ich glaube, wir müssen da... Nee, müssen wir nicht. Wo müssen wir denn hin? Bestimmt durch das Fenster. Da müssen wir an hier vorbei. Madam? Alter, voll die Schweißflecke. Flecken. Stört es sie, wenn ich durchs Fenster... wo muss ich hin? Ah, hier. Ich bin nicht da. Kann ich zumachen, die Tür? Nein, kann ich nicht. Sie hat direkt aufgehört zu singen. Alter, guck mal hier.
Was? Was? Ich will den Zettel gern lesen. Alter! Alter, ich will den Zettel lesen! Kann ich den Zettel lesen? Oder kommen die jetzt? Ich lese mal eben, warte mal. So, warte. Kapitel 2. Also gründet eure was? Gürtet eure Lenden je, die mich hören wollen. Bereitet euren Verstand, sei offen und schlichtet im Warten auf die Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder ihre Eltern, wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seinen Engeln. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich durch unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferungen eurer Väter. Gezeugt nicht von unbefleckten Blut, die Linien Adams wird bei Kain nicht mehr zu erretten, der beschnitten war, doch starrlässig, unbeschnitten im Herzen und eures Vaters Lust schlecht gewachsen. Wer wahrscheinlich entweihte die Offenbarung des Abrahams und des Jesus von Nazareth und von Abu al-Qasim Muhammad Abi Abd Allah Ibid Ab Allah Muhammad Allah, keine Ahnung, ihr verdammten Juden, ihr verdammten Christen, ihr verdammten Muslims, die ihr Verdammnis seht und auf die Ernte wartet. Aber hört nicht, das eilt. Gerde euer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt sein Himmel und vergießt das Herzblut des spinnenäugigen Lamms, des Feindes, dem ungeborenen Prinz der Lügen. Für seinen Glauben wurde ihm offenbart, sei heilig, da ich es bin. Ja. Muss mich so erschrecken, Alter. Kriegen bald einen Herzinfarkt. So. Ich darf hier raus. Aber wo geht's da hin? Will ich hier sein? Freunde, heute werde ich nicht alt. Ich guck mich nochmal hier. Gibt's eine Batterie? Nö. Nee. Hier ist das Tor offen. Ich weiß nicht warum. Gerade war es zu. Er sitzt immer noch da. An seinem Lagerfeuer. Es ist übrigens 7 Days to Die hier gerade. Da ist ein Haus. Hier ist irgendwie... Wir müssen, glaube ich, durchs Maisfeld. Kann ich mit dem quatschen? Hey! Hey! I see you! Ich seh nix! Ich seh nix! Chinesisch! Da ist irgendwas! Alter! Alter, was ist das denn hier? Ah ja, die Wasserversorgung. Das funktioniert ja gar nicht richtig. Red Barrels, was ist denn da los? Okay, werden zwar voll feucht anscheinend, aber ich würde mich trotzdem gerne nochmal ein bisschen umsehen. Wenn eine Batterie liegt. Hier scheint man irgendwie drüber zu kommen. Man muss wahrscheinlich irgendwas machen. Boah, diese Musik gerade, ne? Macht es nicht leichter. Leuchtet da hinten so komisch. Ach, die laufen mit der Taschenlampe. Ja, ich sollte vielleicht ins Haus gehen. Oder? Warte mal. Ja, ich sollte vielleicht ins Haus gehen. Vielleicht auch mal die Tür schließen? Kann ich sie abschließen? Ja, kann ich. Leuchtet irgendwas Batteriemäßiges? Nein. Muss einen Weg geben, um das Rad aufzuhalten. Hier hat auch einer versucht anscheinend,
Dem ist das anscheinend nicht ganz gelungen. Wo geht's denn hier hin? Ah, nach draußen. Ah, ja. Ich will nicht so mit Batterien rumasen. Aber das Problem ist, wir müssen ja auch was sehen. Das kommt ja noch dazu. Hier geht's nach oben. Ich glaube, wir können ja auch nicht lange verweilen, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass die Typen wahrscheinlich dann gleich auch reinkommen werden. So, hier muss irgendwie... Muss ich das einsetzen? Ich probiere mal die Tür hier. Ah, ja. Ist hier eine Batterie? Ah, guck mal hier. Ein Rad. Und eine Batterie. Und... Taschenlampen. Ich sag doch die Taschenlampenindustrie und die... Ah, hier ist ein... Ah. Ein Spind. Die alten Outlast-Zeiten. Und, aber wo kommt das hin? Ich vermute mal, dass wir wahrscheinlich hier gleich Gesellschaft kriegen werden. Ja, die klopfen schon. Ja, die sind hier drin. Die sind schon hier drin, das heißt, wir sollten uns ein wenig beeilen. Ist das hier? Ah, hier. Hier einsetzen. Komm, Kurbel. So, reicht das schon? Das reicht, glaube ich. Das sollte klappen. So, und jetzt kommt... Ah, guck mal, wer da ist. Hallo, mein Freund. Jetzt habe ich ein Problem. Wie komme ich denn jetzt hier... Ich fürchte keine Menschen. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Tier. Oh, scheiße, der kommt hoch. Oh, fuck, ich komme... Doch. Aua. Ciao. Ich komme da nicht hoch. Scheiße, was muss ich machen? Wie komme ich hier? Ah, hier. Natürlich bleibt das Rad genau so stehen. Das war da drüben. Natürlich. Oh Gott. Ich sehe nichts. Wo muss ich hin? Kommen die runter? Nee. Muss ich hier? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das Areal ist so riesig. Alter, was ist denn hier? Ah, ein Zettel. Die Worte Sullivans, der neuen Ezekiel sein werden, der Prophet sein werde, der führen werde die zerstreuten Fremden eines gefallenen Christentums im gestohlenen Zion, der Feublos, der Hikarila, der Mekalero und der Nivayo, ausgewählt gemäß des Blut geweint bei der Offenbarung, das Vorwissen des Feindes selbst am Tor und den bröckelnden Mauern und Gehorsamkeit, dem Blute des Herrn und Jesus Christus, Gnade sei mit dir, aber Friede nicht. Mit ihm, der blind ist gegenüber, der faulen Erbe entweihten Glaubens, den Lügen von Babel und die Huren von Babylon, die den Teufeln zeugten, der ein Lügner und Vater der Lügen ist. O Zion, Zion, dass du gesandt waren, auf das dein Haus verlassen bleibt und dass du vergießt das Blut deiner Bastarde und damit den Weizen nährst, der dein Nachwuchs mehrstet. Denn alles Fleisch ist Gras für die Mast der Opferochsen oder der freierischen Kälber. Doch es ist Gras, das verrottet und gedüngt wie vom Blut und sich ausbreitet. Denn die Saat des Propheten wird den Feind entwurzeln, dass der Prophet rachsüchtig
ihn erschlagen kann. Den Bastard, der Lügen erzeugt, in seiner eigenen Sünde gereinigt, durch sein eigenes Blut vergossen, von seinem eigenen Fleisch. Eieieiei. Na. Der fragile Frikadellenfried ist wieder am Start. Oh, ich dachte, da stand einer. Alter, hier so im Augenwinkel, da so mit diesen zwei Brettern, habe ich echt gedacht, da steht einer am Fenster. Alter, ich habe so, schon so Paras in dem Spiel. Ich glaube, wir können hier nicht lange rumlaufen, ne? Kann das sein, weil er so am Zittern ist? Lecker. Das sieht ja echt köstlich aus. Oh, hier. Ich würde gerne vorne auch nochmal lang laufen. Aber... Aber man kann, glaube ich, hier bei Outlast 2 nicht lange verweilen an Orten, ne? Kann das sein? Bei Outlast 1 ging es ja noch einigermaßen, aber... Alter, was ist das denn hier? Oh. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas öffnen. Das... Ah, hier ist eine Kette. Finde den Haken, mit dem du das Tor öffnen kannst. Den Haken. Na, super. Eine Tür, aber die Kette ist hin. Na toll. Ja. Ich habe ja auch so viel Zeit, um einen Haken zu suchen. Okay, das heißt, wir werden uns mal auf die Suche begeben. Hier vielleicht im Kühlschrank. Nein, natürlich nicht. Was hast du? Spatlin, der gute Spatlin-Kühlschrank. Wer kennt den nicht? Oh. Ach, Barbecue. Lecker Barbecue. Gibt's bestimmt Spare Ribs. Ganz lecker. Wahrscheinlich auch frisch im Angebot. Hey, Heidi Krumm ist wieder da. Heidi Krumm. Germany's Next Top. Alter, die hat mich schon gesehen. Willst du mich verarschen? Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Alter, die geht mir voll auf den Sack, die Alte. Habe ich schon erwähnt, dass mir auf den Sack geht? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Alter, der geht mir so auf den Sack. Kann ich nicht woanders rummodeln? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ach, halt die Schnauze. Like a pig, das war immer... Das war immer von unserem... Das Merkel, der Spruch. Also sei ruhig. Hier ist bestimmt die Kurbel, ne? Oder? Warum... Scheiße, 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 wir sind am Arsch, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hallo, Heidi Krumm, na, alles gut? Ciao, aua, lass das. Aua, 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 ja. Nein, 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 nein. Heidi Krumm. Oh Gott. Hey, Heidi Krumm, du hast deinen Gehstock vergessen. Ja, ja, sie kommt jetzt. Bla. Oh, wieso? Alter! Boah, geht mir auf den Sack. Oh, hier liegt eine Batterie. Gar nicht gesehen gerade. Bei dem ganzen Stress hier. Mit ihr Germany's Next Topmodel. Das heißt aber, wenn ich dann dahin durchkomme, triggert sie schon wieder, oder was? Wenn ich jetzt hier lang gehe, kommt sie da. Was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Ist sie dann weg, oder was? Man weiß es ja nicht.